einer großen deutschen Fernsehzeitung. Also tolle Männer mit tollem Selbstbewusstsein. Hatten alle noch den Paragraphen erlebt, kannten alle noch die Illegalität. Also wirklich tolle Männer. Und diese tollen Männer hatten aber fast alle kurz vorm Sterben die gleiche Wahnidee, dass ihre Krankheit eine Gottesstrafe ist. Und die waren nicht religiös. Und dann habe ich gesagt, ey Mann, seid ihr bescheuert? Wieso soll denn Gott, ja, Gottesstrafe. Und dann habe ich mich damals mit meinem Analytiker mal drüber unterhalten und dann hat der gesagt, naja, wenn 5000 Jahre ins Kollektiv eingegeben wird, schwul sein ist ein Verbrechen. Und apropos Beschneidung, wenn ihr euch mal die Weltkarte anguckt, in den meisten Ländern dieser Welt ist Schwulsein ein Verbrechen. Es gibt noch Länder, wo du für dein Schwulsein gesteinigt wirst. Im Iran zum Beispiel. Dann hat natürlich das kollektive Feld einen Knacks. Und das kollektive Feld speist uns ja alle. Und dann hatten die diese Wahnidee, ihre Krankheit ist Gottes Strafe. Und dann habe ich was gelesen. Ich habe gelesen, dass Gott ja mit der Sintflut die Menschen umbringen wollte. Und dass nach der Sintflut wollte er ja eigentlich nochmal alle platt machen. Und dann hat Noah gesagt, nein Gott, das geht nicht. Und dann hat sich Gott von Noah erweichen lassen und hat seinen Bogen genommen und hat ihn an den Himmel gepackt. Und er wurde zum Regenbogen. Als Zeichen, dass Gott nie mehr gegen sein Volk Krieg führen wird. Hat er sich ja nicht dran gehalten. Und dann hat einer meiner AIDS-Patienten gesagt, Gott führt Krieg gegen seine schönsten Söhne. Psychoanalytisch ist Gott schwul und er bringt seinen schwulen Schatten um. Und dann habe ich angefangen, diesen sterbenden Männern Hypericum zu geben, in hohen Potenzen. Und dann wurden die ganz friedlich und sind gut gestorben. Und jetzt kommt die Kalaschnikow-Geschichte. Es gab eine Hamburger Ärztin, die war die Frau eines ehemaligen Bürgermeisters von Hamburg. Ich habe den Namen vergessen. Tolle Frau. Und die hat auch ganz viele AIDS-Patienten gehabt und hat gemerkt, dass die natürlich alle schwer depressiv sind. Ist ja auch scheiße, eine Krankheit zu haben, von der du weißt, dass du daran stirbst. Ich muss dazu sagen, es war alles, bevor die Medikamente gekommen sind. Heute habe ich habe jetzt was ganz Schreckliches gehört, was ganz Schreckliches. Hoffentlich, ich meine, wir sind ja unter uns, hoffentlich denkt ihr jetzt nicht, ich bin wahnsinnig moralisch. Es gibt inzwischen viele, viele, viele Männer, die nehmen prophylaktisch Medikamente ein, womit man nicht mehr positiv wird. Es gibt heute ganz viele schwule Männer, die promisk sind, die antivirale Substanzen einnehmen, prophylaktisch, um keinen Safer Sex mehr machen zu müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Gibt es. Und es nehmen die ihr Leben lang ein und es wird wieder gerammelt. Auf Deibel komm raus, schöner Satz. Und jetzt alle ohne Angst. Weil sie nehmen ja diese Medikamente. Und dann hat mal einen gefragt, du willst jetzt die nächsten 30 Jahre jeden Tag antivirale Medikamente einnehmen? Wenn ich jetzt AIDS habe und ich mache das, dann könnte ich sagen, okay, ich will damit mein Leben verlängern. Aber wenn ich kein AIDS habe und ich mache das, nur um ohne Gummi im Tiergarten 6 Leute jeden Abend vögeln zu können. Kinder, Moral hin, Moral her. Das Immunsystem braucht nach jeder Antibiotikagabe ohne Homöopathie 5 Jahre, um sich wieder zu erholen. Was natürlich dadurch entsteht, ist wiederum was völlig Irres. Tripper hilft nicht Antivirostatika.
Wir haben ein totales Ansteigen von Tripper. Und den verteilen die natürlich, weil keiner mehr ein Gummi nimmt. Die Darkrooms gehen heute fast alle ohne Gummi, weil die schlucken ja alle ihre Pillen. Trichomonaden, Chlamydien, dieses ganze Zeug reagiert nicht auf Virostatika. Das heißt, die kriegen davon vielleicht kein AIDS, aber 100.000 andere Krankheiten. Und die werden verteilt. Und ich meine, ich habe ja nur zum Glück einen Testosteronmangel. Aber ey Mann, so viel Testo kann ich aber nicht haben. Dass ich mir jeden Tag Chemie gebe, nur um anonym vögeln zu können. Also, wie schon gesagt, es hat nichts mit Moral zu tun. Ich habe kein Problem, wenn jemand am Tag 20 verschiedene Leute vögelt. Soll er, wenn er das schön findet, hätte ich einfach Namensprobleme. Ja. Aber im Tiergarten wird auch wenig geredet. Ich habe letztens mal einen Bericht gelesen von jemand, der geht seit 20 Jahren in den Tiergarten cruisen. Cruisen heißt es, glaube ich. Der hat so ungefähr am Abend, wenn er den ganzen Abend cruist, 2 bis 4 Sexualkontakte. Der sagt, er hat in 20 Jahren noch nie mit einem geredet. Du musst dann, ich weiß nicht, wie der das macht, aber zeigt und zur Handbewegung, wie ich es gerne möchte. Ja, da, ich meine, ich rede vorher immer stundenlang, ja, weil ich das wichtig finde, dass man sich austauscht, ja. Ey Mann, ich meine, könnt ihr heute Abend gleich mal spazieren gehen, Neuen See, da habt ihr das live, ja. Ja, ich bin gerade etwas erregt. Vielleicht ist es auch ein Schatten, vielleicht will ich auch mal in Darkrooms, ich weiß es nicht. Und traust mich nicht. Aber das ist irgendwie, finde ich, furchtbar. So. Ja, und diese Frau, Klose hieß die, Klose. Hello Boris, super, danke. Und diese Frau Klose behandelt jetzt die depressiven AIDS-Patienten mit Johanniskraut. Und merkte, das hilft ein bisschen, aber nicht so richtig. Und dann hat sie von der Firma Klein, die war die einzige Firma, die Johanniskraut als Ampulle gemacht hat, Infusion gemacht. 10 Gramm Johanniskraut, IV, so viel kannst du ja nicht schlucken. Das ist der Magenbeschwerden. Und dann hat die gemerkt, wenn die 10 Gramm dreimal die Woche gegeben hat, sind die erblüht psychisch. Also ich habe das mal gekriegt in meiner Depression. Also das wirkt wie so ein Antidepressions-Tetra-Healing von Jupp. Du hast das Ding hier drin, das läuft dir in die Vene und du merkst, Serotonin. Und ich habe Johanniskraut lange noch während meiner Depression auch oral genommen. Habe ich wirklich nichts von gemerkt. Aber IV, du merkst richtig, wie es hell wird im Hirn. Das ist irre. Und dann hat die was Irres festgestellt, dass die Männer, die das IV gekriegt haben, hatten mit einmal von 15 auf 600 T4-Zellen, von 20 auf 1200. Zum Anfang haben wir ja nur T4-Zellen gemessen. Da konnten wir noch nicht regelmäßig einen Virusnachweis machen. Aber dann hat sie erlebt, dass auch einige von denen virusnegativ wurden. Ja. Boah, ey. Und es passt ja zu Gottes Regenbogen. Wisst ihr aber, warum die Schwulenbewegung den Regenbogen überhaupt hat? Habe ich ganz viele Schwule gefragt. Ey Mann, AIDS-Bewegung, Schwulenbewegung, Regenbogen, warum? Konnten ja ganz wenige sagen. Und dann hat mir das jemand erzählt. Das hat was mit dem Christopher Street Day zu tun und diesen Kämpfen in San Francisco, wo die Bullen versucht haben, die Schwulenlokale zu erobern und die Schwulen erstmalig dagegen gehalten haben und Barrikaden gebaut haben in der Christopher Street Day. Und was heute für schwule Männer in Berlin Marianne Rosenberg ist, was singen die immer? Er gehört zu mir. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Christopher Street, sonst weiß ich nicht, ob da immer noch Er gehört zu mir gesungen wird. Jedenfalls war Marianne Rosenberg ganz lange die Ikone für schwule Männer. Und in der Zeit des Christopher Streets war das Zauberer von Oz, wie hieße? Joel Osteen.
Nee. Wie hieß er denn? Zauberer von Oz. Egal. Und die hat Over the Rainbow gesungen. Marusha. Nee. Die hat damals noch nicht gelebt. Ach so, das aus den 30ern, das Lied. Vom Christopher Street Day. Wie hieß die denn? Scheiße, ist real. Jedenfalls hat irgendjemand das Lied im Hintergrund laufend ein paar Stofffetzen genommen und hat daraus eine Regenbogenfahne gemacht und hat mit der Regenbogenfahne auf den Barrikaden vom Christopher Street Day gewedelt. Gott schließt Frieden. Und Hypericum steht für Gott schließt Frieden. Jetzt hätte man noch sagen können, super, jetzt haben wir Mittel endlich gegen AIDS. Und ich glaube, wenn jemand wirklich Frieden schließt, das ist jetzt moralisch, aber ich traue mich das einfach, muss er nicht mehr mit 12 Menschen anonym Sex täglich haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Für mich hat Sexualität was mit Inniglichkeit zu tun, mit Vertrauen, mit Intimität, mit Gotteserkenntnis. Und ich weiß nicht, ob ich das im Darkroom habe, wenn ich hintereinander 12 Leute vögle. Egal. Was aber spannend ist, ist, dass die Frau Klose damit an die Öffentlichkeit wollte. Und dann hat sie eine Firma gesucht für, wie heißen diese Dinger, Jupp? Randomisierte Studie. Was ist denn eine randomisierte Studie? Na, da basiert halt, was sind denn da randomisiert? Ist das mit doppelt blind oder? Ja, das ist, warte mal, das muss was mit dem Placebos zu tun. Genau, und dazu braucht man aber Geld, das kostet wohl eine Menge Geld. Und dann hat sie die Firma Klein gefragt, ob die ihr Geld geben. Haben kein Geld. Dann haben sie Pitzner und Chill, kein Interesse. Und dann ist aber was völlig Irres passiert. Dann sind die AIDS-Medikamente auf den Markt gekommen. Wäre immer noch nicht schlimm. Kann man sich ja aussuchen. Mache ich Chemie oder mache ich Johanniskraut-Infusion? Oder mache ich beides? Und dann gab es eine Studie, dass wenn ich die AIDS-Medikamente nehme und Johanniskraut, die AIDS-Medikamente nicht mehr wirken. Und seitdem steht in jeder Johanniskrautpackung darf nicht zusammen mit AIDS-Medikamenten genommen werden. Ich mache das Ding mal jetzt nicht weiter. Wir hatten ja unser wunderbares Kava Kava, Manuja, nicht Manuja, wie hieß denn das? Egal. Kava Kava, super Präparat. Habe ich mindestens 50 Tavo-Enzyme mitgemacht. Ich habe die Leute mit diesem Präparat vom Tavor weggekriegt, mit Homöopathie natürlich. Und dann haben die festgestellt, wenn man dieses Kava-Kava-Präparat 50 Mal konzentriert und Mäusen spritzt, kriegen die Leberkrebs. Und es war verboten bis heute. Du kriegst bis heute kein pflanzliches Kava-Kava mehr. Ich dachte, wenn ich Coca-Cola nehme und das 50 Mal konzentriere, kriegt auch jeder Krebs. Also da ist die Maus. Na? Da ist die Maus weg. Aber ist das irre, wa? Also Pharmaindustrie, würde ich mal sagen, knapp hinter Waffen oder gleich auf mit Waffen. Verbrecher. Irre. Echt irre. Und das zu Lasten unserer Leute. Wie viele Menschen hätten leben können und gut leben können? Weil diese AIDS-Medikamente haben natürlich alle Nebenwirkungen. Das sind auch hochtoxische Substanzen. Das ist eigentlich Chemotherapie. Das ist Chemotherapie. Und dass die jetzt täglich von denen genommen werden und immer mehr machen das. Nur um eben ohne Gummi. Ich bin der Letzte, der sagt, Gummi ist nur der Hit. Aber ey Mann, ordentlich angesetzt, hat sogar noch was